Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu Drover Forsaken Kin. Ich wurde eingeladen, beziehungsweise ja, sicher eingeladen. Man konnte sich über Steam da anmelden für einen Playtest. Und der wurde mir jetzt dann freigegeben sozusagen. Ihr seht es auch oben rechts, steht auch Playtest 1.3. Und Drover ist ein, ja, wie kann man sagen, ich glaube von ein bisschen von Gothic inspiriertes Game, so viel ich damals da verstanden habe, was die Entwickler so geschrieben haben. Der Entwickler ist übrigens Just2D. Es steht auch ganz oben unter Publisher Deck13, den kennt man unter anderem auch von der, ich glaube, das ist eines der bekanntesten Spiele, sind The Search. Das ist so ein Souls-like Game. Ja. Sind offenbar, Deck13 ist ja ein deutscher Publisher, so viel ich jetzt weiß. Und Just2D offenbar ein deutscher Entwickler. Ne? Bei Deck13 bin ich mir nicht jetzt ganz sicher, aber normalerweise ja. Auf jeden Fall lese ich einmal hier vor. Wir von Just2D sind noch an der Arbeit an Drover und jegliche Inhalte sind noch nicht final und können sich noch ändern. Die Demo besteht nur aus einem kleinen Teil von Drover mit einer Spielzeit von ungefähr 8 Stunden und nicht jedes Gebiet ist aktuell begehbar. Die englische Übersetzung befindet sich aktuell in ihrer ersten Version. Wenn du irgendwelche Rechtschreibfehler oder komische Formulierungen findest, würden wir uns freuen, wenn du uns dies als Feedback zusenden kannst. Du kannst jederzeit mit Spiel F2 drücken, dann öffnet sich ein Fenster und dort kannst du uns dein Feedback oder jegliche Bugs senden. Viel Spaß mit deiner Reise in die Welt von Drover wünschen dir Brian, Christian, Fabio, Kai, Johannes und Julian. Ja, da freue ich mich. Vielen lieben Dank. Ne? Und wir werden mal schauen, was so los ist, was hier so geht. Wie gesagt, so sieht es ja schon mal geil aus. Hat also ein bisschen einen Retro-Look dann tatsächlich im Spiel. Und soll tatsächlich, so viel ich weiß, ein bisschen Gothic angehaucht sein. Mit den Entscheidungen, die man treffen kann und alles drum und dran. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Vor allem jetzt, wo Piranha Bytes ja sowieso pleite ist und weg ist, ist das vielleicht gar nicht so. Vielleicht eine nette Alternative, ne? Lass uns überraschen, weil wir haben natürlich keine Sprachausgabe. Das ist natürlich leider so. Aber, was mich schon mal überrascht, wir können das hier sogar einen Charakter stellen. Wusste ich nicht. Okay, wir haben Körperbau 1 und 2. Viel Unterschied sehe ich jetzt da nicht. Es tut sich beim Shirt was. Beim ersten ist es oben offen, beim zweiten oben geschlossen. Das könnte aber eine Andeutung sein für Brüste. Lass uns mal so, Hautfarbe. Man, wie gesagt, viele Möglichkeiten haben wir tatsächlich noch nicht. Doch, Stimme. Okay. Andenken. Nur du und deine Fähigkeit. Du benötigst keine zusätzliche Hilfe. Heilmittel. Du bist stets vorbereitet und hast einen kleinen Bestand von Heilmitteln bei dir. Ah, die Essenz des Lebens durchströmt diesen Trink. Du hältst etwas mehr aus. Verlässt dein Haus nie ohne deinen Münzbeutel. Ring der Stärke. Du schätzt körperliche Stärke. Dieser Ring unterstützt dich dabei. Dietriche. Gelegenheit macht Reichtümer und manchmal muss man sich selbst Gelegenheiten schaffen. Heilmittel klingt eigentlich schon sehr verlockend, aber wisst ihr was? Da ich ja immer dieser Kriegerspieler bin, mein Münzbeutel, Dietriche natürlich eigentlich auch, ne? Aber ich bin ja. Wobei man davon ausgehen kann, sowas findet man eventuell eh im Spiel. Was heißt, wir nehmen die Dietriche mit? Wir nehmen die Dietrich. Wir nehmen den Dietrich mit. Also nicht die Person, sondern das Einbrecherwerkzeug, den Dietrich. Ja, das bockt mein. Ich denke mal, das ist nicht verkehrt. Dann haben wir ein Intro und alles. Okay, schauen wir mal. Wir haben hier Frisuren. Ah, mit. Okay, da können wir ein bisschen weiter reinzoomen. Das macht dies. Hier kann man wahrscheinlich drehen. Ja, ja, ich verstehe schon. Okay. Es ist halt wirklich schön, dass es das gibt. Es ist halt tatsächlich etwas schwierig. Man müsste fast ein wenig weiter reinzoomen können, um das besser zu erkennen. Also finde ich, das wäre halt natürlich noch
Oder nutzt natürlich, das ist zwar schön, dass man dann diese Auswahl hat von tausenden Frisuren, aber im Endeffekt den großen Unterschied, das ist also der Firestarter tatsächlich, ja, den erkenne ich immer. Der war nochmal der Mönch, ne? Das ist irgendwie, ne? Das ist alles gleich. Ich glaube, ich lasse uns einfach so Hippie-Matten. Oder? Das ist auch nix. Ja. Ich weiß nicht. Da, so. Haarfarbe. Gibt ja schon einiges an Auswahl. Schon rot ist ja ganz... Oh. Ich werde das sehen, aber wie was Knalligeres für Rot, oder dann sehen wir leichter. Verzierung. Was heißt Dreck im Gesicht oder so? Also Ohrringe. Es ist halt schwer. Das muss ich schon sagen, es ist ein bisschen schwer zu erkennen, was es halt dann genau ist. Also kommt mir vor. Ich kann mir halt drunter nichts vorstellen, das ist, weiß ich nicht. Ich nehme so ein, einfach so ein Flinzel. War das nicht in... Ja, nehmen wir es in blau, ne? Was haben wir verziert? Oder haben wir nochmal verziert? Achso, jetzt können wir nochmal. Und dann haben wir... Okay, Bart. Das passt eigentlich. Bart 3. Probieren ein bisschen, das, ja, ich finde, es schaut halt ein bisschen komisch aus. Der Weihnachtsmann. Okay, ja. Ich war mit denen eigentlich ganz komfort, muss ich sagen. Ja, dass wir die gleiche Farbe natürlich haben, dann passt das schon. Speichermodus normal, du kannst jederzeit speichern und laden. Empfohlene Einstellung. Das kann man umstellen? Nein, im Moment nicht. Bitte, also Namen eingeben mit der Tastatur. Klar. Dann passt das schon. Intro wollen wir natürlich nicht überspringen. So, wir haben mal die Einstellung, wir starten los. Und kriegen Dietriche. Wenn ich selber richtig plus 3. Just to the Interactive Presence. Das Leben ist hart. Oh! Jedes Korn muss mit Schweiß und Blut dem Boden abgerungen werden. Jeder Winter reißt viele von uns in den Tod. Geil. Doch als unsere Krieger vom Raubzug zurückkamen, brachten sie eine neue Hoffnung mit. Neben Schätzen und Nahrung hatten sie noch etwas Besonderes gefunden. Es leuchtete rot und zog die Blicke aller Umstehenden auf sich. Es war ein Kristall, verziert mit uralten Runen und erfüllt mit magischer Macht. Unsere Druiden fühlten es. Sie nahmen ihn an sich und ließen niemanden sonst den Kristall auch nur sehen. Aus ihrem heiligen Hain drangen nur wenige Wortfetzen zu uns. Drova, das Land der Sagen, Nemeton. Die Anderswelt Drova, ein Ort des Friedens, wo niemand hungert, wo alle in der Stadt Nemeton im Einklang mit den Göttlichen leben. Hat dieser Kristall wirklich etwas mit Nemeton zu tun? Du siehst, wie sich zwei Fackeln vom Dorf entfernen. Ein roter Schimmer begleitet sie. Die Druiden Meron und Venia trauen sich um diese Zeit in den Wald. Ganz alleine? Was haben sie vor? Du entscheidest dich, ihnen zu folgen.
Der Bodo Henkel, ja? Immer wieder taucht auf in letzter Zeit. Bei Twisted Tale hat er gesprochen, ein Charakter. Jetzt hier bei Drover. Interessant. Jetzt ist halt nur die Frage. Ah, okay, jetzt habe ich schon gedacht, da ist was los. Sie müssen irgendwo hier lang gelaufen sein. Okay. Also so sehen wir aus. Ja, jetzt schaut es schon ein bisschen besser aus, tatsächlich, hier so in dieser Welt. Aber so ist die Grafik, was ihr mal vorstellen könnt, wie das so ist. Wenn sich dein Charakter bewegt, schaut in die Laufrichtung, außer du nutzt, um dich umzu... Ja, okay. Wenn du entgegen deiner Laufrichtung schaust, geht dein Charakter rückwärts und langsamer. Ah, okay. Ja, das passt schon. Aber cool. Und ich freue mich auch, dass es tatsächlich schon von Haus aus Controller-Steuerung hat. Tatsächlich, ne? Finde ich cool. Finde ich schick. Wir müssen uns beeilen, sputen. Keine Ahnung. Wir sind halt wirklich lang gelaufen. Wir laufen hinterher. Ich bin halt wie sehr neugierig, wie das ist. Mir hat das. Ich habe es schon länger, vor längerer Zeit gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht hat es auch eine Kickstarter-Kampagne für das Spiel gegeben. Wäre natürlich möglich. Ich habe es zufällig auf Steam einmal entdeckt und da habe ich das dann rausgelesen mit den Gothic-Ambitionen, sage ich einmal. Und das war gerade so der Moment, wo ich im Gothic angefangen habe, mal zu spielen und das hat mir ja richtig Spaß gemacht, hat mir ja richtig geil gefunden. Und dann schaut man natürlich, ob und sowas gibt es ja für Gothic-ähnliche Spiele und dann bin ich auf das gestoßen. Ja, und jetzt dann durch das, dass da der Bodo Henkel auch noch den. Als Sprecher dient, macht es natürlich, gibt es gleich so an, weiß ich nicht. Sie sagen, das gibt halt gleich das richtige Feeling, ne? Kommt dann schon auf. Die Welten berühren sich, wir sind nah. Du hattest recht, es funktioniert. Das müssen wir den anderen berichten. Die werden Augen machen. Denke, das ist eine Frau, ne? Ob es wirklich funktioniert, werden wir erst wissen, wenn wir wirklich eine Verbindung zu Droba aufbauen. Ist das nicht gefährlich? Wir müssen es wagen. Nur so können wir sicher sein. Warte, ich komme. Ich würde ja so gern. Ach, ich würde wirklich gerne mal in so ein Spiel auch. Ich würde es auch gerne mal versuchen, so Synchronsprecher, aber eben mit meiner Stimme und mit meinem Dialekt ist es wahrscheinlich hinfällig. Aber ich würde es halt gerne mal machen, tatsächlich. Also in irgendeinem Charakter mal meine Stimme geben. Und wenn es nur drei, vier Sätze wären, das wäre verdammt geil. Würde man schon taugen. Aktiviere den Untersuchungsmodus, indem du R drückst, damit du hinter Objekte oder durch Nebel schaust. Ah, ich verstehe schon, das ist dieses allsehende Auge tatsächlich. Das kennen wir eh von. Kannst du dann da. Ist wie bei Assassin's Creed. Aber dann geht er langsamer, okay? Wenn du dich genau umschaust, kannst du Dinge aufdecken, die sonst nicht sichtbar wären. Zum Beispiel Fußspuren. Da unten sehen wir die Fußspuren, okay? Und die leuchten dann so rot auf. Die Frage ist, ist hier schon etwas zu entdecken, zum Beispiel für uns? Naja, wir sind wieder zurück. Okay. Wir wurden wieder zurückgebeamt, sozusagen. Geportet zum Start. Wahrscheinlich sollen wir halt einfach auf die Fußspuren einmal folgen. Ich kann halt tatsächlich. Aber es soll, glaube ich, noch in diesem Jahr dann erscheinen, das Spiel. Wenn ich das richtig gelesen habe. Also steht 2024, nur nicht genau wie was wann. Das Problem ist, ihr wisst, das kann sich immer trotzdem noch ändern. Ich hoffe halt nicht. Es wäre halt cool, wenn es bleibt dabei, wenn halt das Spiel halt auch gut ist. Ansonsten ist es. Ne, ich mein, bisher passt das Flair, ne? Aber kann man natürlich noch nicht viel sagen. Müssen wir erst einmal schauen. Müssen wir uns mal tatsächlich überraschen lassen.
Aber wäre halt einmal schön, wenn dann tatsächlich einmal Spiele dann wie zu einem, angegebenen Datum erscheinen. Wobei, man muss sagen, Drover muss natürlich aufpassen, weil ja, Ende des Jahres wäre wahrscheinlich am geschicktesten. Dazwischen kommen noch viele, sagen wir mal, AAA-Titel jetzt raus, was die Leute bestimmt spielen wollen. Ich meine, natürlich ist es ein ganz anderes Genre, wenn man zum Beispiel von Silent Hill 2 zum sprechen, aber das soll ja, erscheint ja auch im Oktober. Na, jetzt nur als Beispiel, und dann hast du natürlich sowas wie Drover, wird dann vielleicht untergehen, weil die Leute dann da das spielen, beziehungsweise, was ich noch sagen möchte, wir haben ja jetzt dann ein Release-Datum für Gothic. Angeblich 1. April 2025, also bis 1. April 2025, das heißt, wir haben da ein, auch noch eine größere Zeitspanne, wo das Spiel jetzt dann erscheint. Und wäre natürlich blöd, wenn dann Drover ziemlich zeitgleich rauskommt, ne? Da geht es natürlich unter dann. Nein, Meister! Wir hätten umkehren und niemals hierher gehen sollen. Du hast sie vertrieben. Meister Maron, bitte, du darfst jetzt nicht sterben. Scheiße, was ist denn hier passiert? Was? Wer? Hedgehog? Du hättest uns nicht folgen dürfen. Nun bist auch du verdammt wie wir. Die Geisterwesen werden uns töten. Was sind das für Kreaturen, Geisterwesen? Sie haben uns angegriffen, als wir den Nebelpfad betreten haben. Meister Maron hat sie vertrieben, sie zurück in den Nebel gedrängt, seine Lebenskraft gegeben. Ich spüre die Geisterwesen. Sie lauern im Nebel. Sie werden zurückkommen. Schnell, wir müssen weitergehen nach Drover. Du hast recht, wir haben keine andere Wahl. Das sind die Nebelpfade. Nur ein Göttlicher kann uns hier rausholen. Ich weiß nicht, ob wir es bis dorthin schaffen, aber es ist der einzige Weg. Hast du das gehört? Die Geisterwesen sammeln sich. Schnell, komm. Nur schnell plündern. Die Leiche. Vergib mir, Meister Maron, ich werde dir den Kristall nach Drover bringen. Wir müssen unser großes Ziel verfolgen. Seine Waffe, er braucht sie nicht mehr. Hier, nimm die Waffe, falls die Geisterwesen wiederkommen. Ein Knüppel hat er gehabt. Was, die bereiten sich vor, in eine andere Welt zu reisen und so was, was er mitnimmt, ist ein Knüppel. Ich werde dich beschützen, okay? Ja. Versprich nichts, was du nicht halten kannst. Es würde mich aber freuen, wenn es stimmt. Die Geisterwesen sind geschwächt. Meister Maron hat einen Zauber gewirkt, aber er wird sich verflüchtigen und dann werden sie angreifen. Wir müssen den Göttlichen finden, nur er kann uns hier rausbringen. Hier irgendwo muss ein Weg in die Anderswelt sein. Wir müssen ihn finden. Folge mir. Kann ich noch ein bisschen? Was ist da hinten? Gehen wir in die andere Richtung. Ende im Gelände, also. Ja, aber wir haben jetzt einen Knüppel. Kann ich irgendwie knüppeln? Ah! Ach, da steht es. Drücke okay, Y, um die Waffe zu ziehen. Oder wegzustecken. Oh, mit gezogener Waffe anzugreifen. Batz! Nice. Ja, wenn sie schon zieht. Oh, Schweine. Schwein sein, voneinander bleiben sie. Das sind die Geisterwesen. Meister Marons Zauber wird schwächer und es werden noch mehr von ihnen kommen. Wir müssen uns beeilen. Hier, irgendwo muss eine Kreuzung der Anderswelten sein. Ja, ja. Werden wir schon finden. In die Anderswelt. Haben wir Erfahrungspunkte gekriegt, Nagel? Das muss die Kreuzung der Anderswelten sein. Ein alter Ort, erschaffen von unseren Urvätern. Die Anderswelten berühren sich hier.
Und von hier kommen wir nach Drover? Denk nach, Vinja, denk nach. Was hat Meister Mara noch gesagt? Nur ein Göttlicher kann zwischen den Welten wandern. Er nimmt alles innerhalb der Runen mit, was sich zwischen den Kreuzungen der Anderswelten befindet. Das muss heißen, dass wir mit dem Göttlichen reisen müssen und ihn dafür irgendwie hierher bringen. Der Kristall, wir können seine Kraft nutzen, um den Göttlichen anzulocken. Schnell, wir müssen die Runen freilegen, damit der Göttliche uns mitnimmt. Ich kümmere mich um die beiden unten und um die beiden oben. Was bedeuten die Runen? Wir haben keine Zeit für Gerede. Leg die Runen bei den zwei oberen Steinen frei. Okay. Ja, jedenfalls, die müssen halt wirklich... da gewaltigst aufpassen. Ich hab meinen Teil erledigt. Dass sie halt da wirklich mit den Release nicht irgendwo reinrutschen, wo halt wirklich was Großes erscheint. Wie gesagt, sonst geht das wahrscheinlich unter. Das wäre traurig, ne? Wenn es halt gut ist. Ich sag immer mit dieser Voraussetzung. Wenn es schlecht ist, ist es egal. Na. Schauen wir, lass uns überraschen, ne? Wir müssen uns beeilen, ich spüre den Göttlichen. Stell dich hinter mich, wir fangen an. Der Machtkristall wird den Göttlichen zu uns rufen, hoffentlich. Thor, wir gehen hier drauf. Ich glaube an dich, was heißt hoffentlich? So hat es Meister Maron erzählt, aber getan haben wir das bisher nie. Ich beginne, halte dich bereit. Was muss ich tun? Ich spüre den Göttlichen, wir müssen anfangen. Und das ist ein Göttlicher? Okay. Ein göttliches Schwein. So muss es sein. Ich hab's immer gewusst. Gott ist ein Schwein. Und das ist jetzt die Anderswelt. Wo bin ich jetzt? Ich muss Blut spucken. Die Anderswelt geht auf die Lungen. Jetzt bin ich allein. Kommt dann der Diego und redet uns. Okay. Wie ist das jetzt passiert? Hat das Schwein sie ein bisschen an ihr genascht und sie weggeschleift oder wie? Ja, die ist hinüber, ne? Die. Ah. Hey, Schock, du hast überlebt. Was ist mit dir passiert? Der Göttliche, wir sind mit ihm durch den Nebel gegangen. Ich weiß, das weiß ich, gell? Das war das Schwein. Keiner der Schriften hat von diesem dunklen Nebel erzählt. Der Nebel. Dieser dunkle Nebel, er hat an mir gerissen. Wie meinst du gerissen? Wo er mich berührte, verzehrte er mich, meinen Körper und meinen Geist. Ich schwinde. Der Kristall, er muss nach Nemeton. Meister Maron hat immer davon gesprochen. Verbinde die Druiden und bring ihnen den Kristall. Ich werde Maron erzählen, dass wir es nach Drover geschafft haben, dem Land der Sagen. Okay, gedacht vielleicht. Weil ich habe nicht einmal den Knüppel. Jetzt kommt's Knüppeldicke, ja? Okay, sie ist gestorben. Offenbar, ja. Deswegen kann sie jetzt den Meister Maron berichten. Ratten. Schwein, du. Schau, 5 Erfahrungspunkte. Geil. Kann ich die looten? Sehniges Fleisch. Geil. Einmal Münze, einmal... Oh, cool. Man könnte man, ja, man Münzen passt da, ne? Das sind halt Gold schreiben.
Aber kommt schon ein bisschen auf das. Ein Ast. Du hast eine Waffe gefunden. Öffne das Inventar und Ausrüstung. Okay. Also, das war der. Ja, drücke ich schon den falschen Knopf. Ein Ast. Da haben wir unsere Dietriche tatsächlich. Ein einfacher Köcher. Platz für 3 Pfeile. Rüstung nur, okay, das ist logisch. Und wie rüsten wir? Ah, wir können zwischen 2 Waffensets wechseln. Das ist natürlich praktisch, ne? Zwischen zum Beispiel Nahkampf und Fernkampf, wie man es so kennt. Also oben müssen wir mal schließen. Ne? Und jetzt haben wir uns den Ast ausgerüstet. Sehniges Fleisch, minus 5 des maximalen Lebens, klar, weil es halt noch nichts. Waffensets. Equipped haben wir das auch. Munition haben wir dafür ja noch nicht. Lernpunkte haben wir noch 0, 405 und 500. Okay, Stärke, Geschick, Geist, alles auf 5. Lebenspunkte. Ist tatsächlich sehr, also so, wenn du so das jetzt anschaust und den Status werden, erinnert es mich tatsächlich schon sehr an Gothic tatsächlich, ne? Da hast du ja mal, oder startest du nicht einmal mit 40 Lebenspunkten oder so. Hier, wie cool. Waffensets. Die kann man dann halt irgendwie wechseln. Wenn es dann soweit ist, ja, wie brauchen wir überhaupt? Und gut, ich hätte die Ratte wahrscheinlich schon mit dem Ast erschlagen können, aber ich hab's mit den Händen gemacht. Ich muss den Feind auch spüren ein bisschen, ne? Das ist einfach so. Ich muss ihn berühren. Ein Sack mit Münzen. Ich kann mich hinsetzen. Super. Ach ja. Ein Sack mit Münzen. Müssen wir den Sack öffnen? Mysteriöser Kristall, sehniges Fleisch. Sack mit Münzen, Verkaufsgegenstand. Münzen im Sack, zack, zack, zack. ja, wir haben jetzt geöffnet. 18 haben wir, okay. Man, also 18 oder. Ja, gut, da war so 10, 15 Stück drin, ich hab's jetzt nicht gesehen. Tatsächlich. Ja, da schauen sie an, wie viel. Ah. Siehst du? Am Endeffekt kann ich so die Waffe erziehen. Indem ich einfach gleich auf den Angriff klicke, okay? Das ist ja praktisch. Aber wir können hier Sachen kurz und klein schlagen. Siehst du? Und schon haben wir mehr gesammelt. Ja. Okay. Da haben wir eine Ratte. Oder mit der Faust nicht mehr Schaden gemacht? Gefühlt, oder? 5 Erfahrungspunkte, jetzt musst du mal rechnen. Das ist ja eigentlich ja nichts. Du hast ein Schild gefunden, erst in der Nebenhand. Erst ein Nebenhandgegenstand, den du mit dem Kampfmodus LB verwenden kannst. Wenn du keinen Nebenhandgegenstand ausgerüstet hast, führst du mit LB eine Aktion aus, die einzigartig pro Waffentyp ist. Wenn du keinen Gegenstand ausgerüstet hast? Okay. Dann müssen wir gleich mal schauen. Dann nehmen wir mal mit die Beeren. Ah, Beeren können wir sicher für die Heilung. Wir sind schnell, wir haben 410 Erfahrungspunkte. Jetzt kannst du mal schauen, wie viele Ratten wir töten müssten, bis wir die 500 haben. Physischer Block. Ja, natürlich, wenn wir dann LB drücken, mit der Blocken, ne? Wir rüsten es mal aus. Oh,
haben wir Quick Loot. Das kann er nicht kaputt schlagen. Doch. Einmal rund halt. Wird man sehr so craften können. Ne? Kann man da irgendwas kaputt haben? Aber schick, schick, schick. Was ist da unten? Oder da ist ein Dungeon. Da ist ein unterirdischer. Ja, dann kommen wir dort überhaupt hin. Ja, wahrscheinlich eher nicht, aber von hier ging es ja nicht weiter. Hier ist ja Ende im Gelände. Okay. Der einzige Freund, den man hat, ist schon tot. Das ist natürlich immer toll, wenn die Leute schon zu Beginn sterben. Da haben wir noch einen Ast. Da haben wir irgendwie ein Greifproblem. Ein gewöhnlicher Pilz. Eine Ratte. Ja, das waren zwei Hiebe. So mag ich das. War wahrscheinlich ein Crit dabei. Du hast einen Gebrauchsgegenstand und einmal Fackel. Eine Schnellleiste ziehen. Ah! Okay, jetzt ist er unten. Ah, okay. Nach links. Okay, 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 cool. Schnellleiste zuweisen. Ja, passt schon einmal so für den Anfang. Ist das ganz gut. Das heißt, wir haben eine Fackel. Ja, muss sie jetzt aber zwingen. Warum? Legt sie dann immer ab? Okay. Muss ich dann jedes Mal reingehen und die... Ah, weil es ein Quick... Ich verstehe schon. Ich hätte sie einfach nur unten in die Leiste ziehen. Ich habe sie ausgerüstet. Deshalb mein Fehler. Ich habe aber nur drauf gedrückt. Ne? Unbedacht. Du hast eine Heilpflanze gefunden. Du kannst den Heilgegenstand in die Schnellleiste ziehen oder mit A benutzt, okay. Also ich sehe schon automatisch drinnen. Ich muss nur noch mal schauen, oder mal das mit der Schnellleiste funktioniert so, indem ich dann hier drinnen bin. Kann ich dann hier drücken. Mhm. Genau. Und so kannst du es auf die Schnellleiste ziehen. Perfekt. Jetzt haben wir es zwar zweimal drin, aber das ist egal. War nur mal zum Testen. Rundholz, Eisenerz, alter Schwede. Das sind ja schöne Sachen. Eisenklumpen um 3 Münzen. Lass sie nicht lumpen, greift zum Eisenklumpen. Da drüben, das schaut schon nach einer wilderen Ratte aus, tatsächlich. Da habe ich Angst. Was ist hier noch? Es sind jetzt zwei Wege, ne? Fangt die schon wieder super an. Ich glaube, hier, das ist wie bei der magischen Barriere. Ja, tatsächlich. Ja, erinnert mich an die magische Barriere von Gothic, die ist ja so, ne? Ist spannend und macht ja auch Schaden, wenn man dann reinrennt. Habe jetzt so viel Schaden kassiert, oder was? Die hat das, Alter. Beere. Handwerksmaterial. Pilz. Heilpflanze. Heilt über 10 Sekunden. Heilt 10 über 10 Sekunden. Du hast einen Heilgegenstand benutzt. Du hast den Statuseffekt Heilung und erhältst in regelmäßigen Abständen Lebenspunkte zurück. Du kannst auch mehrere Heileffekte gleichzeitig aktivieren, okay? Also wenn wir zwei fressen zum Beispiel, heilt er halt dann doppelt, ne? Oder andere Sachen halt. Ja, ich hab die schon gesehen, du Schwein. Ich
Um in die BW. Ah, okay, wir können ausweichen. Wie viel hat der gegeben? Lederfetzen hat er gegeben. Okay. Schön. Ein Lederfetzen. Ja, haben wir gemacht. Wie viele Erfahrungspunkte haben die jetzt gegeben? Ich habe das nicht, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. 4,25, was haben wir gehabt? 4,10. Fokus ist auf 15. Jetzt herumgestiegen. Was haben die gegeben? Kann ich nicht. Ja, haben die jetzt dann 10 Erfahrungspunkte oder was gebracht? Cool. Einmal Beere. Kann ich da irgendwie rauf? Ah, okay. Du bist in den Dornenbusch reingelaufen und hast den Status für Bluten erhalten. Es gibt verschiedene Statuseffekte. Sie werden dir links unterhalb deines Lebensbalkens angezeigt. Okay, wenn du Statuseffekte mit Hilfe des Tooltips genau untersuchen. Da müssen wir auf Dornenbüsche aufpassen. Das wird natürlich schwierig für jemanden wie mich. Ich laufe in sowas natürlich liebend gern rein. Sack mit Münzen. Und mal wieder ein Sack mit Münzen. Jetzt können wir tatsächlich schauen. Wir haben 40. Und wenn wir den jetzt dann öffnen, den Sack mit Münzen. Haben wir 55, okay, 15 Münzen sind drin. Hat ein bisschen dauert. Bis er unten umgeswitcht hat. 15 waren da drinnen, ja. Dann Frosch bringen wir natürlich auch um. Keine Frage, ne? Ist ein Feind. Der Gegner liegt am Boden, da du seine Haltung gebrochen hast. Haltung erkennst du anhand des gelben Balkens unterhalb des Lebensbalkens. Nutze die Zeit, um ihn ordentlich zuzusetzen. Dich zu heilen oder einen Gegenstand einzusetzen. Okay, ja gut, dass das mir so früh gesagt wird. 4,35, der hat 10 gegeben, ne? Was haben wir? Du hast eine Waffe eines neuen Typs gefunden. In Trova gibt es einige verschiedene Waffentypen. Probiere sie aus, um zu sehen, welcher Waffentyp am besten zu dir passt. Du hast 2 frei belegbare Waffensets, die du mit X wechseln kannst. Was haben wir denn da jetzt überhaupt bekommen? Ast haben wir. Steinaxt. Angriffsschaden. Also die ist zweihändig. Tatsächlich, ja. Ah. Jetzt verstehe ich, okay. Okay, okay. So funktioniert das. Muss man vorher schon drücken. Okay, wir haben jetzt so. Ja, das dauert. Aber natürlich macht man halt jetzt mehr Schaden. Aber man ist halt ein bisschen langsamer, logischerweise, ne? Ja, aber cool, dass jetzt an Sonic Games. Man, es ist der Zeitpunkt, ist eigentlich von so gesehen ist Strober, man.
wie gesagt, es muss natürlich aufpassen, wann es dann das Spiel komplett rausbringt, aber so gesehen ist es gerade der richtige Zeitpunkt, da Piranha Bytes ja offenbar weg ist und da nichts mehr kommen wird. Also Alyx 3 wird halt wahrscheinlich nicht mehr erscheinen und grafikmäßig wird es halt die Remakes geben, aber Piranha Bytes wird wohl keins mehr entwickeln, zumindest nicht dieses Entwicklungsteam, so wie wir es kennen. Weil das hat sich ja aufgelöst, ne? Der Björn Bankratz ist sowieso schon seit voriges Jahr November oder so weg. Und viele von Piranha Bytes sind schon woanders untergekommen, was ich so gelesen habe. Also von dem her, magisches Geschoss. Du hast eine Schriftrolle gefunden, Okay, dort kannst du die Schriftrolle ausrüsten. In schweren Kämpfen können sie eine große Hilfe sein. Horten verschafft dir keine Vorteile. Ich kann das einfach nur schwer erkennen, weil oben immer wieder... Ich sehe die da nirgends, die Schriftrolle. Eine Schriftrolle erhalten, aber sehen, wieso ist der nicht unter Waffen irgendwie drinnen? Magisches Geschoss. Ja, aber der wird ja nicht irgendwo anders abgelegt werden, oder? Dran. Talente, okay, einfacher Schwertkampf, Fähigkeit, da ist es, okay. Hochrollen, magisches Geschoss, Fokuskosten 20, Schaden 200, schießt ein magisches Geschoss in die Blickrichtung, das bei einem Treffer explodiert. Es ist ausgerüstet. Ja, muss man auch wissen, ne? Na, aber es ist von dem her, wäre es ein guter Zeitpunkt. Man könnte tatsächlich einen Grafikersatz brauchen, ne? So gesehen. Mit das, wenn das so in die Richtung geht, naja, da werden sich bestimmt die Fans drüber freuen, ne? Man, ich freue mich ja auch tatsächlich. Es ist ja wirklich schade um Piranha Bytes, dass das jetzt so niedergegangen ist. Aber ja. Freund oder Feind? Die Frage ist, kann ich speichern? Im Auwald sind wir tatsächlich. Okay. Ja, wie kommen wir rüber zum Speichern? Ach, jetzt. So speichert er, okay. Okay, der ist uns noch gut gesonnen. Was? Nur du? Der Asmus. Was? Nur ich? Nur du hast es aus dem Schlund rausgeschafft. Es ist schon lange niemand mehr gekommen. Und ich hatte gehofft, es wären mehr Leute. Das ist, so der, das ist jetzt unser Diego sozusagen, der uns begrüßt. Sind noch andere mit dir nach Drobo gekommen? Ich war mit Druiden unterwegs, aber die haben die Reise nicht überlebt. Druiden. Hm. Ihr Wissen hätte nützlich für uns sein können. Dann muss ich wohl für eine einsame Lumpengestalt den ganzen Weg auf mich nehmen. Kannst du wenigstens irgendwas? Ich kann nicht so richtig. Wir werden sehen. Vielleicht entdeckst du noch irgendein Talent an dir. Neuankömmlinge haben es nicht leicht in Drober. Hier musst du aufpassen, wo du langläufst und mit wem du dich anlegst. Dann bin ich also wirklich in Drober. Ich muss zu den Druiden nach Nemeton.
Was willst du denn von den Droiden? Ein Droid hat mir diesen Kristall gegeben. Ein Kristall, zeig mal her. Ich zeige ihm den aber mal. Hübsch. Verstehe davon nichts, aber wenn der wichtig ist, solltest du den nicht unbedingt fremden Leuten unter die Nase halten. Hast bei mir Glück, bei einem anderen eher nicht. Die Druiden sind die Nemeten, aber da kommst du nicht so leicht hin. Durch das Erdbeben ist die Brücke eingestürzt. Du musst den Umweg durch den Wald nehmen. Da überlebst du nicht lange. Er mustert uns, er kann das schon, er sieht schon, dass ich ein Lappen bin, ja? Was für ein Erdbeben. Passiert in Drover immer wieder mal. Ist ein unruhiges Land. Kannst du mich nach Nemeton bringen? Eigentlich muss ich auch nach Nemeton, habe aber vorher noch was zu erledigen. Komm erst zu Kräften, Nemeton läuft nicht weg. Warte mal eben. Hier, nimm. Ah, eine Karte, grobe Karte, Weltkarte. Oder, das ist ja lieb, wie es einzeichnet. Kein Weg. Schön. Okay, Stempel, weiß ich nicht. Schauen wir mal, was das dann noch bedeutet. Ist nicht die beste Karte, aber wird dir helfen, dich hier in der Umgebung bis Nemeton zu orientieren. Fürs Erste wäre es wohl am besten, wenn du zu den Holzfällern gehst. Die leben hier in der Nähe, brauchst du eigentlich nur den Weg zu folgen. Wer sind die Holzfäller? Ein kleines Lager südwestlich von hier. Sie stehen unter Nemetons Schutz und verkaufen ihr Holz an uns. Jetzt mit der zerstörten Brücke ist allerdings ihr direkter Weg nach Nemeton blockiert. Als ich vom Erdbeben gehört habe, dachte ich mir schon, dass mal wieder ein paar arme Schweine hier angespült worden sind. Wir brauchen fähige Leute in Nemeton. Dachte, vielleicht ist jemand dabei. Naja, mal gucken. Danke für deine Hilfe. Kannst dich bedanken, wenn du es heil nach Nemeton geschafft hast. Ist ein gutes Stück. Komm bei den Holzfällern zu Kräften. Besorg dir eine vernünftige Waffe. Du wirst sie hier in Drover brauchen. Meld dich bei Zengitz. Schwarze Haare, schaut immer grimmig. Sag ihm, Asmus schickt dich. Ich muss jetzt los. Vielleicht laufen wir uns nochmal über den Weg. Kapitel 1, die Ankunft. Ich glaube auch, das muss nochmal über den Weg laufen. Kapitel 1, meine lieben Freunde, haben wir hier jetzt dann tatsächlich. Ja, ich sage ein Kapitel aufgeteilt. Geil, es ist da schon sehr gothic ähnlich. Ich meine, wobei man jetzt wahrscheinlich, ja gut, wir sind jetzt in Kapitel 1, ne? Da würde ich tatsächlich hier Schluss machen. Wir haben zwar jetzt noch nicht so viel vom Game erlebt, aber ich mache mal hier Schluss, habe dann schon mal eine Folge, die man sich ansehen kann. Dann kann ich die nämlich noch am selben Tag rausbringen, wo ich das jetzt dann den Playtest gestartet habe. Und dann würde ich nämlich gleich weiterspielen noch ein bisschen. Ne? Auf jeden Fall, meine lieben Freunde, würde mich interessieren, wie gefällt euch das Spiel bisher? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ist das für euch relevant? Ist das etwas, was ihr sagt, boah, ja, das könnte ein cooler Gothic-Ersatz sein für mich? Vor allem für die Gothic-Fans unter euch. Ne? Und ja, lasst es mich wissen. Tauschen wir uns aus im Kommentarbereich. Würde ich mich freuen, wenn es euch auch gefallen hat. Ich würde mich natürlich auch über ein Like und alles freuen. Und ein Abo wäre auch schön. Wir haben jetzt die 100 tatsächlich erreicht. Ja, auch geil. Freue ich mich sehr darüber. Ja, und wäre halt schön, wenn es so weitergeht. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.